So. Das Wespennest. Dieser Pub sieht sogar noch schäbiger aus als der Goldene Löwe in der Baker Street. Du. Reden wir erstmal mit dem. Guten Abend. Ein Bier, bitte. Guter Mann. Bitte, Sir. So. Mir kam zu Ohren, dass man Dr. Tumblety hier finden könne. Ist dem so? Ich führe nicht Buch über die ganzen Suffköpfe hier. Hab schon genug damit zu tun, an mein Geld zu kommen. Bezahlt die Kundschaft nicht gleich bei der Bestellung? Nein. Schauen Sie sich zum Beispiel diesen kleinen Schreiberling dort drüben an. Der ist völlig betrunken. Und sein Bierdeckel von heute Abend ist voller als er selbst. Wenn er die Zeche prellt, geht mir fast eine ganze Guinea durch die Lappen. Hm. Auf Wiedersehen, mein Freund. Yep, bis demnächst. Hallo? Guten Abend, Sir. Das wird der Artikel Ihres Lebens, hat der Boss gesagt. Das Blatt wird Ihnen eine Menge Knete einbringen, hat er gesagt. Sind Sie Journalist? So ist es. Tom Bulling steht zu Diensten. Der Schnüffler von Whitechapel. Der Mann hinter den Titelstories. Zum Schreiben sind Sie wohl gerade nicht in der richtigen Verfassung, mein Freund. Da liegen Sie falsch. Der Whisky fließt durch meine Adern und verwandelt sich in Tinte. So einfach ist das. Gläser oder Tintenfässer, was macht das schon für einen Unterschied? Ich kann mit beiden umgehen. Denken Sie nicht, Sie sollten langsam die Rechnung bezahlen und den Heimweg antreten? Meine rote Tinte, wo ist meine rote Tinte? Nicht einmal einen halben Penny werde ich bezahlen, wenn Sie mir nicht meine rote Tinte wiedergeben. Ist mein Blut, verstehen Sie? Tschüss. So, ich mache mich auf den Weg. Das heißt, ich brauche jetzt rote Tinte oder was? Guten Abend. Sie haben nicht zufällig einen gewissen Dr. Tumblety gesehen? Einen reiferen Herrn, extravagant gekleidet? Wenn Sie Gesellschaft suchen, mein Herr, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich bin nur die Kellnerin. Und mir ist es auch egal, wer Sie sind. Ich weiß nichts und es interessiert mich auch nicht. Alles klar. Guten Abend, Sir. Oh, ich kenne Sie. Wir sind uns neulich bei Madame Bella begegnet. Sie wollen wohl auch in Whitechapel so richtig einen drauf machen. Kennen Sie Dr. Tumblety? Einen Kanadier oder Amerikaner. Ziemlich extravagant gekleidet. Scheint hin und wieder diesen Pub aufzusuchen. Haben Sie ein enges Verhältnis zu ihm? Nein. Worauf wollen Sie hinaus? Ach, nichts, gar nichts. Diskret wie ich bin, wollte ich nur abschätzen, wie viel ich von dem, was ich über ihn weiß, Ihnen anvertrauen kann. Ihnen würde es auch nicht gefallen, wenn eines Tages der Spieß umgedreht werden würde und die Leute sich fragen würden, was Sie eigentlich in diesem Viertel treiben. Habe ich nicht recht? Madame Bella? Zufällig habe ich Madame Bella neulich getroffen. Sie sagte, sie könne es gar nicht mehr erwarten, sie wiederzusehen. Sie erwähnte eine Überraschung, die in ihrem Etablissement auf sie warten würde. Oh, das sind ja gute Neuigkeiten, mein Freund. Zum Dank verrate ich Ihnen etwas. Der Mann, den Sie erwähnt haben und den ich vom Sehen her kenne, war hier und ist hinter dieser Tür dort drüben verschwunden. Ein anderer Mann hat ihn reingelassen. Aber Sie waren nicht länger als ein paar Minuten dort. Tschüss. Gut, dann setze ich meine Suche fort. Ach, die Liebe. Was wollte diese Person andeuten? Ach, verstehe das, wer will. Wahrscheinlich, dass Dr. Tumblety schwul ist? Hey, Sie können da nicht rein. Privat, verstanden? Okay. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich wette, dieser erbärmliche Schreiberling, der Kerl, der da drüben Trübsal bläst, macht sich aus dem Staub, ohne zu bezahlen.
Verschlossene Tür. Was befindet sich hinter der Tür dort drüben? Geht Sie nichts an. Und stören Sie mich erst wieder, wenn Sie was zu trinken wollen, klar? Auf Wiedersehen, mein Freund. Yep, bis demnächst. Also muss ich jetzt wohl erstmal rote Tinte auftreiben. Ich könnte im Hospital nach Blut fragen. Oder eine Polizeistation nach Tinte. Ich glaube, ich muss ja eh noch zur Polizeistation, wenn ich mich recht entsinne. Guten Abend. Ich hoffe, ich störe nicht. Keineswegs, Doktor. Dieser Herr, Mr. Richardson, ist ein Zeuge des schrecklichen Vorfalls in der Hanbury Street 29, dem Mord an Annie Chapman. Wir erörtern, ob seine Aussage für den Fall eine Relevanz hat. Na, dann lass mal hören. Auch wenn die Vorschriften es Ihnen wahrscheinlich nicht gestatten, so würde ich dennoch gerne mehr über die Relevanz der Zeugenaussage dieses jungen Mannes wissen. Oh, das unterliegt keiner Geheimhaltung. Es ist nur, die Tatzeit in der Aussage von Mr. Richardson stimmt nicht mit der Uhrzeit überein, die der Gerichtsmediziner Dr. Phillips als Todeszeitpunkt geschätzt hat. Welchen Todeszeitpunkt vermutet der Gerichtsmediziner? Vor 4.30 Uhr am Morgen. Ich bin zu dem gleichen Schluss gekommen. Liegen weitere Zeugenaussagen vor? Nun ja, zwei andere Zeugen haben im Zuge unserer eingeleiteten Ermittlungen eine Aussage gemacht. Aber auch in diesen beiden Fällen waren die Uhrzeiten widersprüchlich. Wissen Sie noch, was Sie gesagt haben? Ich habe Sie nicht selbst befragt. Einer meiner Kollegen hat Ihre Aussagen zu Protokoll gebracht und war der Meinung, dass Sie uns nicht weiterhelfen würden. Er hat die Protokolle zerrissen und in den Papierkorb geworfen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir uns mit unnützem Papierkram aufhalten. Ja, ich verabschiede mich, Humphreys. Auf Wiedersehen, Doktor. So. Okay. Mit vorgehaltener Waffe vom White Plum Mountain Inn, auch bekannt als die Doyack-Affäre, 5 Jahre Dartmoor. Benjamin Benny, der Gelehrte, Fadget, 46, Houndsditch, Fälschung von Bankberichten, Verwendung gefälschter Berichte, Missbrauch von Anlagefonds, Geschädigter, Royal Bank of London, 8 Jahre Dartmoor. Aha, okay. Jacob Levy, 30, Aldgate, Fleischdiebstahl, Geschädigter, Hyman Sampson, Metzger in der Golson Street, 58, Whitechapel, 20 Monate, Essex County Anstalt, Ron Obvious, 26, Wohnort unbekannt, Landstreicherei, Veruntreuung, sexuelle Nötigung, Schändung eines religiösen Gebäudes, Geschädigter, Vorstand des Chichester Cathedral, City of London Anstalt, unbestimmte Aufenthaltsdauer. James Langfuß Jim, Norther, 20, Whitechapel Überfall. Ah ja. Ein alter Bericht über Festnahmen von vor einigen Jahren. Die zerrissenen Protokolle von den Zeugenaussagen. Ich kann versuchen, sie wieder zusammenzufügen. Dürfte nicht so schwer sein. So, hier haben wir eine Ecke, die auch richtig rum ist. Die ist falsch rum, also müssen wir die erstmal so ein bisschen drehen. Wie kann man... Ah ja, so kann man drehen. Das passt dann nicht. Ich setze es erstmal hier. So, setze ich erstmal alles hier so ein bisschen hin, aber das scheint nicht so ganz zu stimmen. Naja, komm, setzen wir es einfach mal hin und gucken nachher, wie es besser passt. Das könnte sehr gut passen, ja. Oh, da ist ja noch eine Ecke. Sind das verschiedene Schriftstücke? Das ist ja aber nicht so schön.
Warte mal, das auf jeden Fall da unten hinsetzen. So. Ja, das passt. Ja, das sind auf jeden Fall verschiedene Schriftstücke. So, das passt da dran. Ja, das passt da, so. Das nicht. Ach, verdammt noch mal. Da, ah, das passt. So. Das nicht. Auch nicht. Das sind also mindestens drei. Oder? Vielleicht auch nur zwei. So. Schmeiß mal jetzt erstmal alles wieder da weg. Auf die Seite. So. Das passt. Das nicht. Das auf jeden Fall auch nicht. Aha. Aber das passt da oben wieder. Vielleicht ist das ja auch größer. Holzzaun, ja. Das passt da. Ja. So. Wir müssen ein bisschen. Ah ja. Es gehört alles nach da. In den Bericht. So. Ja, jetzt fängt alles an zu passen. So, das war's. Holmes hätte es nicht besser machen können. Zeugenaussage von Elong. Am Morgen der Tat verließ die Zeugin ihre Wohnung in der Church Street 32 um ca. 5 Uhr und machte sich auf den Weg zum Spitalfields Markt, um ungefähr
5:30 Uhr bog sie in die Hanbury Street ein. Die Zeugin ist sich bezüglich der Uhrzeit sicher, weil sie angibt, beim Abbiegen in die Straße gehört zu haben, wie die Uhr der Black Eagle Brewery in der Brick Lane zur halben Stunde schlug. Vor der Hanbury Street 29 sah sie, wie sich ein Mann und eine Frau unterhielten. Es sollte erwähnt werden, dass die Zeugin die Leiche von Annie Chapman in der Leichenhalle als die eben erwähnte Frau identifiziert hat. Wir hatten sie um diese Identifizierung gebeten. Die Zeugin beschrieb den Mann, den sie mit dem Opfer gesehen hat, wie folgt: Alter mindestens 40 Jahre. Größe etwas größer als die Frau, mit der er sich unterhielt. Circa 5:30 Fuß. Bekleidung: brauner Deerstalker-Hut, abgenutztes Jackett. Besondere Merkmale: dunkles Haar und dunkler Schnurrbart. Dunkler Teint, sah aus wie ein Einwanderer. Die Zeugin sah den Mann nur von hinten und konnte ihn nicht wiedererkennen oder identifizieren. Der Ausdruck Einwanderer wird oft für Menschen jüdischen Glaubens verwendet. Okay. Also Zeugenaussage von A. Gaddosh oder Kaddosh. Der Zeuge ist wohnhaft in der Hanbury Street 27, dem Nachbargebäude von Nummer 29. Die beiden Hinterhöfe werden von einem hohen und dünnen Holzzaun getrennt. Am Morgen der Tat stand der Zeuge um 5.15 Uhr auf und begab sich in den Garten, wo sich die Latrine befindet. Zu diesem Zeitpunkt war es 5.20 Uhr. Auf seinem Weg zurück ins Haus hörte der Zeuge Stimmen auf der anderen Seite des Zauns im Garten von Haus Nummer 29. Er verstand einzig das Wort Nein. Er begab sich wieder in das Haus, kehrte jedoch nach circa 4 Minuten wieder zurück in den Garten. Zu dem Zeitpunkt hörte er ein Geräusch, als ob etwas gegen den Zaun gefallen wäre. Danach machte er sich auf den Weg zur Arbeit. Als er an der Spitalfields Church vorbeiging, war es ca. 5.32 Uhr.